Moin, hallo. Schön, dass es geklappt hat, gleich beim ersten Versuch. Es ist dein erstes Insta-Live, erinnere ich So ist richtig, das. oder? Ja, so ist das. Klasse, sehr gut. Wir können uns sehen, du kannst mich auch hören, ich kann dich hören, ich hoffe unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Erstmal ein herzliches Willkommen. Es trudeln ja gerade noch die ein oder anderen ein. Bevor wir dann aber loslegen, würde ich einfach ganz kurz erzählen, wer wir sind, was wir machen, wer ich bin und dann an dich übergeben. Ich bin mir nämlich sicher, hier gibt es schon den einen oder anderen, der auch schon bei vergangenen Sitzungen mit dabei war. Wir sind die junge DGAP, die junge Sektion der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Die DGAP ist ein Think Tank, der zu außen- und sicherheitspolitischen Themen forscht, mit einem angedockten Forschungsinstitut, mit sehr renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die zu aktuellen, größeren, kleineren, aber immer außenpolitischen Themen schreiben, forschen, publizieren. Und wir als junge DGAP sind rund 1000 Mitglieder unter 35, die sich zu außenpolitischen Themen vernetzen möchten, aber vor allem auch mit Expertinnen, Experten, aber eben auch Politikschaffenden austauschen möchten. Und ich glaube, da kommen ja einige Schnittmengen auch deiner eigenen Biografie. Von daher würde ich gar nicht so viel über mich selbst sagen. Dazu nur zwei Sätze. Ich bin Joanna Klever, Co-Vorsitzende des Vorstands der Jungen DGAP und auch Mitinitiatorin dieser Reihe hier. So viel dazu. Ich würde einfach mal ganz salopp an dich übergeben und dich bitten, dich vorzustellen und vielleicht auch ein wenig zu erzählen, was du gerade machst und wieso du dieses Amt auch mit anstrebst. Sehr gerne. Also vielleicht erstmal vorab, ich bin ja ganz glücklich, dass ich hier sein darf überhaupt. Ich habe die, wie das bei den Grünen so heißt, die Bio-Klippe eigentlich gerissen. In der Grünen Jugend ist das, glaube ich, 27, wenn ich das weiß. Bei euch ist es 35, ich bin 37 und ganz dankbar, dass ich trotzdem noch als Jung gelte. Also schön hier zu sein. Freut Und uns sehr. ja, was mache ich? Wahlkampf gerade sehr, sehr intensiv und das heißt viele Diskussionsrunden, Podien. Ich habe heute Morgen ganz intensiv zum Thema Klimaschutz und wie macht man Klimaschutz sozial, wie kann das funktionieren, diskutiert. Ich bin am Freitagabend in einer Moschee hier in Neukölln. Das ist mein Wahlkreis, in dem ich antrete. Da werden wir dann eine ganze Latte von religionspolitischen und bestimmt auch, was Staatsbürgerschaft angeht und solcherlei Fragen, aber auch natürlich die ganze Palette, das interessiert die Gemeinde dort natürlich auch einfach, diskutieren. Ja, so ist das. Das ist quasi wir sind mitten in der heißen Phase sozusagen und das ist Wahlkampf jeden Tag. Und warum ich antrete, also ich würde das mal so fassen. Das, was mich schon seit sehr, sehr vielen Jahren und immer wieder politisiert hat, ist Ungerechtigkeiten zu sehen und der Überzeugung zu sein, dass das nicht so anstehen darf. Das ging los und da ist man dann, sind wir auch schon im Internationalen, vielleicht passt das da auch schon ganz gut dazu, wie das bei so vielen Menschen ist, der Zivildienst so, das ist das, oder heute das freiwillige soziale Jahr, freiwillige ökologische Jahr, was es da so alles gibt, ist dann etwas, was einen sehr, sehr, sehr prägt. Und das war auch bei mir so. Ich habe meinen Zivildienst damals, da konnte man sagen, man macht das im Ausland, hieß ein anderer Dienst im Ausland, habe ich gemacht und war dann für ein Jahr in Südafrika und habe dort mit Menschen mit Behinderung gearbeitet. Und wenn man irgendwo lernt, was Ungleichheit bedeutet, dann ist es Südafrika. Also was die finanziellen Fragen, Armut, Reichtum, die Wellblechhütten und die Riesenvillen, die direkt nebeneinander, aber auch natürlich Rassismus, diese ganzen Fragen, die Überbleibsel der Apartheid, die bis heute natürlich sehr, sehr stark und wirkungsmächtig sind. Und das habe ich eine ganze Weile gezogen, habe mich im Studium ganz, ganz lange mit Themen rund um diesen Kontinent Afrika auseinandergesetzt, aber auch mit internationalen Zusammenhängen. Was für eine Rolle haben wir mit Fragen, wie, was dann so neudeutsch imperiale Lebensweise heißt? Also, was machen wir hier eigentlich und was für Auswirkungen hat das anderswo? Und irgendwann kam so der Moment, an dem ich gesagt habe, ich möchte mich auch mal ganz hier direkt bei mir um die Fragen kümmern, die schieflaufen und bin dann hier in den Kreisverband in Neukölln gegangen und da jetzt seit. Also Mitglied so 10 Jahre und aktiv ein bisschen länger bei den Grünen. Ich habe mich dann von den kommunalpolitischen Fragen
weitergearbeitet. Und das ist, würde ich auch so sagen, die Spannbreite dessen, was ich mache. Soziale Fragen, arbeitsmarktpolitische Fragen, wie kann man Klimaschutz sozial gestalten aus Deutschland heraus und dann aber die internationalen Perspektiven. Habe ich nie aufgegeben. Ja, wundervoll. Ich habe gleich drei verschiedene Fragen in verschiedene Richtungen. Ich würde aber gerne noch mal ganz kurz bei deinem Werdegang bleiben. Gerade für uns als junge Organisation, du sagtest es ja gerade schon, die Frage jung ist auch organisationsunterschiedlich immer definiert. Ich habe auch so einen Freiwilligendienst nach dem Abitur gemacht und auch für mich war das so eine Erfahrung von Oha. Das geht, also man kann auch ganz anders, ganz woanders, ganz anders leben und auch das ist völlig in Ordnung. Und auch da so ein Verständnis für zu gewinnen, wie andere Lebensrealitäten aussehen können und wie auch in anderen Teilen der Welt der Alltag einfach bestritten wird und da auch unvoreingenommen reinzugehen, war für mich eine der prägendsten Erfahrungen, die ich als damals 18-Jährige gemacht habe. Ist natürlich auch noch sehr jung, gleichzeitig aber auch eine Motivation für mich bis heute, mich außenpolitisch zu interessieren. Vielleicht kannst du uns noch ein wenig darstellen, welchen Stationen du tätig warst oder auch wo du dich eingebracht hast, wo du dich auch politisiert hast zwischen dem Studium und deiner Kandidatur heute. Ja, also das war dann, als ich zurückgekommen bin, erstmal sehr geprägt von meinem Wunsch, Journalist zu werden. Das war quasi die erste Idee, mit der ich dann dachte, ich könnte diese Fragen bearbeiten. So, also ich könnte berichten darüber, was in allen möglichen Ländern los ist, die Ungerechtigkeiten, die man da sieht, die man findet. Das habe ich sehr lange vorangetrieben. Und habe da viel für, also für den Deutschlandfunk, Deutschlandradio, RBB, die verschiedensten Sender. Ich habe mich dann sehr auf Hörfunk spezialisiert und da tatsächlich auch viel aus dem Ausland Sachen gemacht. Immer wieder so im Sommer, wenn es möglich war. Also aus Venezuela habe ich Berichte dann gemacht. Oder ich war in Libyen unterwegs, was sehr, sehr lehrreich war, was die Konflikte, Gaddafi, alles, was in dem Zusammenhang lief, angeht. So, und dann war irgendwann die Möglichkeit, quasi in den politischeren Raum zu gehen und bei den Grünen aktiver zu werden und habe mich dort in den verschiedensten Bundesarbeitsgemeinschaften und Landesarbeitsgemeinschaften, habe dann eine Zeit für einen grünen Abgeordneten gearbeitet und in der Zeit auch das, was wir damals internationale Strukturpolitik genannt haben. Die Ur Ausgangspunkte dessen, was wir heute mit dem Lieferkettengesetz haben, damals eine OECD-Klage, ist keine richtige gerichtliche Klage, aber eine Beschwerde sozusagen, die bei der OECD eingereicht werden kann, zu KIK und anderen Unternehmen, die damals produziert hatten in dieser Tazreen-Fabrik, die eingestürzt war und mit sehr vielen Toten. So, das waren so globale Fragen, die wir da bearbeitet haben. Und dann hat es mich, dann habe ich mich im Bundeswirtschaftsministerium beworben und war dann dort und bin quasi auf der ministerialen Schiene jetzt die letzten Jahre gewesen. Immer gleichzeitig engagiert, dann in der Partei, parteipolitisch lokal hier in Neukölln, in vielen zusammen. So, und jetzt kam es dann zu der Frage, ob ich irgendwann selber mal die Seite insofern wechsle, als dass ich dann quasi, ja, eine Kandidatur anstrebe. Und das habe ich getan. Und hier sind wir. Ja, fabulös. Auch dazu herzlichen Glückwunsch. Ja, auch zu einem recht aussichtsreichen Platz, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber da vielleicht auch nochmal später mehr zu. Du hattest gerade gesagt, das Thema Ungleichheit hat dich begleitet dich lange, bewegt dich auch und motiviert dich. Ich habe natürlich versucht, mich auch vorab ein wenig zu informieren zu den Themen, die du ja auch mitbringst, die du vermutlich ja auch im Bundestag auch mit einbringen wollen würdest. Es sind ja drei Themen. Einmal Arbeit und Soziales, dann dein Engagement, aber auch Politik gegen Rechts und das Thema eine Welt. Gibt es da auch aus der internationalen Perspektive auch einen roten Faden, der sich durch diese drei Themen durchzieht? Oder sind das für dich drei getrennte Blöcke, in denen du dich einbringst und auch Veränderungen bewirken möchtest? Also sie sind zumindest verbunden. So, ob ich jetzt einen roten Faden finden würde, das weiß ich nicht. Aber vielleicht wenn man mal diese Frage, die Arbeit gegen rechts herausnimmt,
dann hat das natürlich große internationale Implikationen. Also wir hatten letztens jetzt auch im Wahlkampf die Situation, dass plötzlich eine Postwurfsendung in Berlin verteilt wurde von freiewelt.net, heißt die Organisation. Wenn man sich dann also gegen die Grünen mit irgendwie Horrorbildern von was alles passieren wird, Krieg und Niedergang und ich weiß es nicht was. Wenn man sich anschaut, woher das kommt, wer das ist, dann ist das Beatrix von Storch und ihr Mann, und dahinter steht ein großer Zusammenhang von klerikalen rechten Strömungen. Und wenn man dann sieht, dass Beatrix von Storch beste Verbindungen zu Herrn Bolsonaro unterhält, dorthin fährt und Audienzen kriegt als einfache Abgeordnete beim dortigen Präsidenten, der ganzen Familie, dann kann man erahnen, wie diese rechten Netzwerke mittlerweile und klerikalen Netzwerke international gesponnen werden, wo es dann immer letztlich um quasi die Verbindung einmal zwischen internationalem und gegen rechts zu machen. Wo es dann immer natürlich um die Frage auch geht, so wer setzt sich eigentlich mit der eigenen Interpretation dieser Welt durch? Also wenn man sagt, das sieht, was Bolsonaro tut, in Brasilien, Regenwälder abzuholzen, Indigene zu vertreiben, die Rechte von Menschen einzuschränken, also all diese Fragen sind dann natürlich elementar auch mit der Frage Kampf gegen rechts verbunden. So. Das ist, glaube ich, nicht zu trennen. Und an anderen Stellen, also ich würde schon sagen, die Frage nach Hartz IV im Detail ist jetzt nichts, was die internationale Bühne so schnell erreichen wird. Also das muss man jetzt zwischen allen Verbindungen ziehen. Aber natürlich haben wir elementare Gerechtigkeitsfragen, die sich auf der internationalen Ebene abspielen. Ross, also viele große Fragen, Frage nach Hunger, Frage nach Auswirkungen des Klimawandels, wenn Leute nicht mehr dort leben können, wo sie leben jetzt im Moment und vertrieben werden. So, das sind natürlich tiefgreifende Gerechtigkeitsfragen, die man als Thema auch gerade im Internationalen findet. Und das ist ehrlich gesagt das, was mich auch am stärksten interessiert. Und vielleicht noch einen Halbsatz, ich will nicht zu lange am Stück reden, einen Halbsatz. Ich glaube, was für mich ein interessanter Punkt ist, was wir über viele Jahre erlebt haben im Zusammenhang mit Entwicklungsländern zum Beispiel. Also, dass wir wirtschaftlich große Macht haben und damit zum Beispiel Jobs, damit wirtschaftliche Prosperität in anderen Ländern zerstören. Also sei das zum Beispiel die Landwirtschaft, die zerstört wird, weil wir unsere Hähnchenschenkel da noch billig auf den Markt schmeißen. Also diese ganzen klassischen Fragen nach Entwicklungspolitik. Und wir sind im Moment an einem Punkt, wo wir selber spüren solche Situationen. Zum Beispiel, wenn man sich die Solarindustrie anschaut und sieht, wie China unsere Solarindustrie runtergedampft hat und 80.000 Jobs, die verloren gegangen sind, wo man dann mal so ein Gefühl dafür kriegen kann, unter was Länder viele, viele Jahre gelitten haben in einem ganz anderen Ausmaß. Und wenn man an den Punkt kommt, dann wird quasi diese Vorstellung von einer Weltpolitik plötzlich nicht der kleine Bruder oder die kleine Schwester der großen Außenpolitik, sondern für mich der Kern von, wie schaffen wir eine gerechte Weltwirtschaftsordnung, eine gerechte Welthandelsordnung, gerechte Beziehungen zwischen den Ländern und ja, für Entwicklungsländer, aber ehrlich gesagt auch für uns so mittelfristig müssen wir dann elementares Interesse daran haben, sonst werden auch wir darunter leiden. Bevor ich dich gleich weiterfrage, möchte ich auch nochmal Ja. unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einladen, gerne auch Fragen an dich gleich direkt in Chat zu posten. Die nehmen wir sehr gerne in das Gespräch mit auf. Du sprichst gerade das Thema der Solarindustrie an und da koppelt sich ja auch gerade auch der größere Diskurs, der in Vergangenheit auch in den Medien und sowohl als auch in der Politik diskutiert wurde, die Frage der Abhängigkeit. Können wir verschiedene Teile liefern und beziehen, wo wir nicht ganz sicher gehen können, ob Menschenrechte gewahrt wurden in der Lieferkette? Und gleichzeitig sprichst du ja auch von der Umkehrung dieses Eine-Welt-Prinzips und ich höre da so eine Art Erklärwillen auch heraus. Also auch vielleicht diese Idee von, Leute, wir müssen auch diese globalen Strukturen ein bisschen besser verstehen, um sie auch zu greifen. Habe ich das richtig rausgefühlt? Und wenn ja,
Und ich glaube, da spinnt sich doch ein roter Faden, weil du gerade sagtest, gerade im Diskurs gegen Recht ist ja die Frage, welches Narrativ wird am Ende gehört? Siehst du dich in einer bestimmten Verantwortung, manche Dinge besser zu erklären? Muss Politik das besser machen, damit wir mehr miteinander reden, besser miteinander verstehen? Also ich glaube ehrlich gesagt, dass es sehr lange ein tatsächliches Erkenntnisproblem war. Und also noch einen Schritt zurück, wenn man sich anschaut, wann das alles passiert ist, was wir gerade hatten, Photovoltaik, das war 2012, 13, 14, 15, so diese Phase, wo wir eigentlich mal Marktführer waren und das alles quasi obsolet geworden ist. Es gibt einen anderen Fall, vielleicht hat die eine oder der andere den mal irgendwann gehört, das Unternehmen KUKA, was sehr, sehr in der Debatte war, weil da Investitionen auch aus China in einer Form, das ist ein Unternehmen, was Robotik herstellt, getätigt wurden in Deutschland, dass man sich dann danach, als das passiert ist, also man konnte das nicht verhindern, da ist investiert worden so, und danach hat man sich gefragt, so, welche Möglichkeiten haben wir eigentlich, also Weltwirtschaftsstrukturen ernsthaft zu gestalten, politisch? Und das war in dem Moment, das war wie so ein Erwachensmoment, glaube ich, auch in der Politik. Und wenn wir noch einen Ticken weiter zurückgucken, dann hatten wir 2008, 2009 eine Bewältigung der Euro-Krise, der Finanzkrise, die damals vorherrschte, in der Griechenland gezwungen wurde, den Hafen von Piräus an China zu verkaufen für ein, wie man so schön sagt, Appel und Ei am Ende, weil sie sich nicht mehr aussuchen konnten. Also die hatten überhaupt keine Möglichkeit, was anderes zu tun. Niemand hatte in dem Moment den Gedanken, das hat vielleicht eine strategische Implikation. So, was machen wir eigentlich gerade in Europa? Kann das quasi, wenn wir ernsthaft sagen, wir in Europa und EU und müssen irgendwie Vorsorge betreiben, müssen resilient sein, müssen eine gewisse Unabhängigkeit auch haben. Ähnliches hat sich jetzt wieder in der Pandemie abgespielt, dass wir gemerkt haben, dass wir an ganz vielen Stellen überhaupt nicht in der Lage waren, uns selbst mit Masken zu versorgen und selbst mit den Gerätschaften, die wir brauchten, zu versorgen. Also da sind ganz, ganz viele Fragen, die sich da dranhängen, wo ich glaube, dass also 2008, wir hatten zum Beispiel 2008, wir hatten eins 2012, wir haben jetzt wieder eins und so, und ich glaube, das Bewusstsein wächst erst, und je mehr das Bewusstsein wächst, desto mehr wird natürlich auch erklärt oder kann auch erklärt werden und dann Maßnahmen ergriffen werden. Aber ich glaube, es ist wirklich ein immer noch wachsendes Bewusstsein. Wir könnten auch über Nord Stream 2 reden, ähnlicher Fall von machtpolitischen Fragen, die da anknüpfen, wo man sich die Frage stellen muss, ob das eigentlich sinnvoll ist, diesen Weg zu gehen. Oder Huawei-Investitionen in die 5G-Netze in Deutschland, auch so ein Fall, wo man sich die Frage stellen muss, wie geht man mit solchen Sachen eigentlich künftig sinnvoll um? Also das wachsende Bewusstsein, auch ein Gespür dafür zu bekommen, wo befinden wir uns eigentlich gerade im großen Ganzen, sehe ich als eine der wichtigen Aufgaben und aber auch sowohl Aufgaben auf politischer Ebene als auch natürlich der Wählerinnen und Wähler, sich zu informieren und auch an dem Diskurs teilnehmen zu können und zu wollen. Vielleicht können wir ein bisschen konkreter werden und uns mal vorstellen, was passiert, wenn du denn im Bundestag säßest. Was ist für dich außenpolitisch top relevant? Gibt es ein, zwei Themen, wo du sagst, da muss jetzt sofort was passieren, gleich im Oktober? Ich sage ganz kurz mal nur zwischendrin, ich spiele hier weil es ist ein bisschen blurry geworden, oder? Aber wenn es okay ist, dann lassen wir es vielleicht einfach. Ich habe gerade so ein bisschen hin und her Ja, gedrückt, um. der Zoom geht sehr auf dich. Es ist ein bisschen blurry, aber wir hören dich bestens und sehen dich auch noch. Ich würde vorschlagen, wir lassen es einfach so. Okay, ich lasse es so, wie es ist, und ihr seht und hört alles bestens. Es gibt bestimmt, wenn man jetzt eins rausgreift, dann vergisst man 50 andere an anderen Feldern, die genauso wichtig sind. Aber aus meiner Perspektive, woher ich komme, glaube ich tatsächlich, dass es sehr relevant ist, dass wir die Frage einer aktiveren Außenwirtschaftspolitik und einer aktiveren Handelspolitik angehen, weil an der Stelle ganz viel von dem, was wir gerade gesagt haben, andockt. So. Und übrigens in beide Richtungen. Den Diskurs
den wir in der Handelspolitik haben in Richtung Entwicklungsländer, den haben wir ja schon ganz lange. So, das ist das, was Urdebatte auch der ganzen Eine-Welt-Bewegung ist seit 10, 15, 20, noch mehr Jahren. Und wir haben aber einen Diskurs mit TTIP, mit CETA, mit diesen ganzen Zusammenhängen auch viel, viel stärker bekommen, der sich plötzlich auf uns bezogen hat. Ein ähnliches Motiv, wie wir gerade hatten, wo es um globale Strukturen geht, die uns quasi plötzlich immer stärker betreffen. Und da tatsächlich den Versuch zu machen, auch europäisch, das ist dann alles europäisch, Lösungen voranzutreiben und eben auch bei der Frage der aktiven Außenwirtschaftspolitik, wo ich quasi drunter fassen würde, sowas wie Investitionskontrolle, europäische Investitionskontrolle, mal klarkriegen, was alles quasi eigentlich passiert mit Investitionen auch aus Ländern, die vielleicht tatsächlich in einer systemischen Rivalität auch zu uns stehen, wo wir, glaube ich, nicht naiv sein dürfen. Und dann auf einer weiteren Schiene, es geht auch so ein bisschen in so eine Richtung, resilient zu werden, sowohl bei, also wir hatten das bei Masken gerade, wir hatten das bei den unterschiedlichsten Bereichen, das gilt aber auch für Informationen. Also wir haben sehr wenig Kontrolle über die Frage, wer eigentlich in welcher Form tatsächlich Informationen verbreitet, agitiert. Und das ist ja diese Kriegsführung, die man in der Ukraine zum Beispiel sieht. So diese Propagandastrategien. Das ist meines Erachtens hochgefährlich und ist auch eine Frage, die ich in dem Zusammenhang sehen würde, wo ich glauben würde, dass es sinnvoll ist, sich dafür viel, viel intensiver damit zu beschäftigen. Und da sind wir wieder bei Huawei. Also wer am Ende in kritische Infrastruktur bei uns investiert, der darf nicht aus einem Land kommen, die dann quasi diesem Unternehmen am Ende auferlegen, Informationen abzuzapfen. So. Und das ist eine Sache, die ich bei zum Beispiel Huawei ganz zentral als Problem sehen würde, durchaus. Ja, in jedem Fall. Desinformation auf vielen verschiedenen Ebenen, zusammen mit Informationsflüssen, die uns vielleicht gar nicht bekannt sind, weil sie auch gar nicht bekannt werden sollen. Kann ich sehr nachvollziehen. Gibt es denn schon Ausschüsse, wo du sagst, da hättest du richtig Lust, dich einzubringen oder vielleicht auch zu verwirklichen? Wir sind übrigens wieder klar geworden gerade. Ja, Mein ich sehe es auch. ja, tatsächlich ist da nicht so außenpolitisch, aber ich würde sehr gerne in dem Bereich Arbeit und Soziales als quasi erste Linie. Und dann, also ich hänge sehr an dieser, das war dem, was wir gerade diskutiert hatten, diesen Eine-Welt-Fragen. Und die funktionieren natürlich, dass die funktionieren zum Teil sehr stark über den Wirtschaftsausschuss, die funktionieren aber auch sehr stark über den Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Also ob es dann, mal gucken, wie Regelungen dann sein werden, ob es dann Stellvertreterregelungen gibt oder ob man am Ende in verschiedenen Ausschüssen ist, wird man alles sehen. Mal gucken, wie groß Fraktionen werden, wie das sich alles organisiert. Aber das ist schon ein zweiter Bereich, der mich nach wie vor sehr, sehr stark interessiert und den ich auch immer, immer, immer lieber gemacht habe als sowas wie den Auswärtigen Ausschuss. Es war immer ein bisschen das Stiefkind wahrgenommen. Da waren so die Leute im Auswärtigen Ausschuss und die im Auswärtigen Amt so mit der Nase sehr weit oben und so. Und ich halte das aber tatsächlich, diesen Bereich der internationalen Politik, für unfassbar substanziell wichtig, ja, die Welt gestalten zu können, sozusagen. Übrigens ein weiterer vermeintlich kleiner Teil, der aber sehr relevant ist, ist das, was man auswärtige Kulturpolitik nennt. So, In jedem Fall. klingt wie so eine Orchidee, halte ich für unglaublich wichtig, weil es da um die Frage um, was weiß ich, Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft in Russland. So, ganz, ganz elementare Frage, wie man sich einem solchen Land überhaupt noch nähern kann. Zusammenarbeit mit Zivilgesellschaft in der Türkei, Zusammenarbeit in ganz unterschiedlichen Ländern mit Akteuren, die einen anderen Zugang zu dieser Gesellschaft haben, quasi. Und insofern
Das ist dann wieder, wenn ich es richtig weiß, Auswärtiges Amt, so, aber Mit auch ein. angedockt zumindest. Also ich hatte die Erkenntnis gerade in Vergangenheit durch mein eigenes Engagement, aber auch durch die globale Lage, dass auch beispielsweise Ausschuss für Gesundheit, aber auch der Unterausschuss globale Gesundheit extrem wichtig sind. Also gerade jetzt wird uns ja auch klar, Thema eine Welt, Dinge, die zusammenhängen, Dinge, wo wir auch gemeinsam agieren müssen. Also immer spannend, wenn man dann plötzlich einzelne Themen sich rauspickt und dann merkt, ah, da gibt es doch sehr viele Querverbindungen, auch gerade zum Thema international. Ich würde gerne noch ganz kurz über deinen Wahlkreis sprechen. Du würdest ja eine sehr bunte Demografie auch vertreten. Gibt es denn auch da außenpolitische Themen, die du mitbringen würdest oder von denen du ausgehst, glaubst oder vielleicht auch im Wahlkampf gerade mitbekommst, dass die Bürgerinnen und Bürger in deinem Wahlkreis total bewegen? Ja, auf jeden Fall. Also kurz mal zu der Frage, wie bunt ist Neukölln? Und weil das Bild, du hattest es angesprochen, das Bild, was man von Neukölln hat und was in der, was medial verbreitet wird. Ich glaube, jeder hat mal irgendeine Reportage über Neukölln gesehen, was meistens irgendwas mit ganz, ganz Schlimmem zu tun hat. Das gilt schon nicht für diesen nördlichsten Teil, in dem das immer spielt, weil wir da eine unglaubliche Vielfalt an Initiativen und auch ehrlich gesagt von migrantischen Initiativen, die weltoffen, vielfaltsliebend und einfach unglaublich gut und toll sind, bis zu queeren Clubs, bis zu sehr alteingesessenen Kneipen, also es mischt sich einfach schon da ganz intensiv. Und wenn man dann quasi noch die ganze Strecke bis nach Brandenburg runternimmt, die alle, was alles noch zu diesem Wahlkreis gehört, dann kriegt man, hat man noch ganz, ganz andere Teile Neuköllns, die in der Wahrnehmung gar nicht so sehr sind. Zu der Frage Internationales. Ich komme ein bisschen wieder zurück zu dem, wo ich gerade war. Wir haben hier in Neukölln das eine Welthaus Berlins, so. Also das quasi, wo sich die gesamte Community trifft. Und was wir auch sehr intensiv haben an Debatte, sind Fragen, die sich mit der kolonialen Vergangenheit auseinandersetzen. Also zum Beispiel haben wir einen Friedhof, einen Soldatenfriedhof in der Nähe, wer hier aus Berlin kommt, in der Nähe des Tempelhofer Feldes am Columbiadamm, da direkt daneben. Und da kann man, da sind quasi noch Statuen aus die alte Kriegsherren feiern und ich weiß nicht was. Und zum Beispiel geht es da auch um die Kriegsverbrechen, die dort natürlich nicht in der Form aufgearbeitet werden, die Deutsche in Namibia verübt haben. So um diese ganze Zeit. Das ist dann ein großes Denkmal, was da diese Soldaten ehrt. Und darunter hat man dann irgendwann so eine kleine Tafel, die auf dem Boden liegt, viel kleiner und davor wirklich liegend vor diesem Denkmal an die Opfer der Vernichtungen, die damals von Deutschen an den Herero, an den Nama umgesetzt wurden. Das ist ein Thema, was hier auch in der Community, in den migrantischen Communities intensiv diskutiert wird, wo wir dann auch lokal sehr intensiv dran arbeiten. Um mal ein Beispiel quasi zu nennen, Super wo wir spannend. starke Verbindungen haben als Internationale. Toll, nee, das ist ein super spannendes, sehr wichtiges Thema, das leider viel zu wenig Präsenz auch hat. Eine Abschlussfrage habe ich noch, aber möchte auch noch einmal in den Chat einladen, auch noch Fragen an dich auch zu stellen. Und zwar habe ich mal auch geschaut, gegen wen du antrittst. Und da ist mir zu meiner größten Freude aufgefallen, dass es doch einige junge Kandidatinnen und Kandidaten sind. Also im Vergleich auch zu anderen Menschen, die mit uns schon in dieser Reihe gesprochen haben, hast du, glaube ich, mit die jüngste Konkurrenz, was mich sehr gefreut hat. Hast du das Gefühl, es gibt irgendeinen Grund dafür, dass junge Menschen gerade in dem Wahlkreis sich engagieren und sagen, ich habe total Lust, mich einzubringen, ich mache das jetzt für 4 Jahre? Schwierige Frage. Ich glaube ehrlich gesagt, das ist Auch Zufall. Ich glaube, das ist kompletter Zufall. in Ordnung. Man müsste sich mal angucken, wie genau die Aufstellungsverfahren in den anderen Parteien waren. Ein bisschen kenne ich das, habe ich das beobachtet so, aber
Ja, ich habe einen Mit-Gegenkandidaten, zum Beispiel der SPD, der vielleicht wahrscheinlich noch einen Ticken jünger ist als ich, also ganz hervorragend in diese Reihe passen würde. Hakan Demir, hallo, vielleicht kommst du hier auch mal dazu. Also was dann tatsächlich so ist, ist, dass wir da nicht die Situation haben, dass irgendwie neue junge Leute und da gibt es so Platzhirsche, die seit immer unterwegs sind. Das gibt es hier tatsächlich nicht. Wir sind da alle relativ frisch unterwegs. Super. Kann ich mir vorstellen, dass es in anderen Wahlkreisen sehr, sehr, sehr anders ist. Das in der Tat, die Stimmung aus dem Lande haben wir schon so eingefangen. Wir haben in der Tat sowohl mit dem hohen Norden als auch schon dem tiefen Süden gesprochen. Also von daher spannender Einblick und ich glaube auch vielleicht zum Abschluss hier eine gute Ermunterung, sich einzubringen und mitzumachen. Das höre ich auch aus dem raus, wie du es auch darstellst. Mitmachen, Perspektiven mit einbringen und gestalten wollen. Ja, absolut. Also, und das ist auch, diese Unterscheidung zwischen, da sind Menschen, die irgendwie Mandate wollen, die kandidieren und dann quasi gibt es da viele Normalos, so. Der Rest ist es halt Quatsch, so. Sondern wir kommen alle aus langjährigem Engagement und langjährige Auseinandersetzungen mit Fragen vor Ort, waren an zig Fragen dran, haben uns engagiert, dieses, jenes und irgendwann ist dann die Idee entstanden, man könnte ja auch kandidieren. So, das ist der Weg, vielleicht gilt das auch für Jüngere gerade generell. Wenn natürlich Leute dann mal 30 Jahre irgendwo unterwegs waren und oder 20 Jahre Parlament hinter sich, dann gibt das natürlich nicht mehr so ganz, aber Aber das ist auch nicht die Zielgruppe, sagen wir es mal so. Super. Ich danke dir vielmals für deine Zeit am Abend. Ich bin mir sicher, du hast einen vollen Terminkalender in den nächsten 4 Wochen auch noch. Also von daher besten Dank, dass du bei uns vorbeigeschaut hast. Ihr könnt euch diese Folge natürlich auch danach noch auf Instagram anschauen. Sehr wichtig unter IGTV. An der Stelle aber erstmal vielen, vielen Dank nochmal und schönen Abend in die Runde und vor allem auch an dich. Viel Erfolg. vielen, vielen lieben Dank. Bis Tschüss zusammen. dann. Tschüss.